So, also irgendein Hornochse hat hier diese Festplatte mit roher Gewalt in den Laufwerksschlitten geschraubt. Also dieser Schlitten, der kommt aus dem Server und wir wollen den Server eigentlich ganz gerne wieder verkaufen. Das Problem ist nur, die Festplatte ist so fest reingedreht und beim Festschrauben hat der gute Mensch so fest an diesen Schrauben rumgedreht, dass die komplett rund sind und man die mit dem Schraubendreher nicht mehr rauskriegt. So, jetzt werden wir versuchen, mit einem Bohrer die Schrauben vorsichtig anzubohren, damit wir sie aus diesem Laufwerksschlitten rauskriegen. Die Festplatte ist dabei nicht so wichtig. Wäre zwar schön, wenn die auch überlebt, aber naja, der Laufwerksschlitten ist wichtiger, weil er ja zu einem Server gehört, den wir noch verkaufen wollen. Die Daten von der Platte sind schon runter, also ist das nicht so schlimm. Aber idealerweise überlebt beides. Das ist eine der Schrauben, die ich erfolgreich aus der Platte ausdrehen konnte. Und ihren Durchmesser habe ich hier mit der Schieblehre auf knapp 3,1 mm bestimmt. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mit einem etwas kleineren Bohrer, erstmal mit einem 2,8 mm Bohrer, den Kopf anzubohren. Und das Ziel ist, von hier oben in den Kopf hineinzubohren, um den Kopf von der Schraube zu lösen. Wenn das nicht geht, probieren wir es mit einem größeren, aber erstmal mit einem etwas kleineren. Das kommt auch darauf an, wie hart die Schrauben sind, ob das funktioniert. Und wenn das gut läuft, dann fällt der Kopf nachher einfach von der Schraube ab. Und wir haben zwar dann noch den Schraubenschaft in der Festplatte drinstecken, aber der stört uns eben weiter erstmal nicht mehr. Die Festplatten kommen eh einfach irgendwo ins Archiv. Wichtig ist erstmal, dass der Cage überlebt. Wichtig ist dabei auch, dass wir keine Metallspäne auf der Festplatte hinterlassen, die möglicherweise nachher Kurzschlüsse verursachen können. Deswegen ich hier jemand gebeten habe, mir den Staubsauger direkt neben die Bohrstelle zu halten und alle herumfliegenden Metallspäne direkt aufzusaugen. Hält auch den Boden etwas sauberer, da muss man hinterher nicht ganz so viel sauber machen. Ich würde mal sagen, ich probiere mal einen anderen aus. Der hat, glaube ich, keine Schaltplatte bekommen. Oh, guck mal, was da an Späne auf einmal schon rausfliegt. Das sollte eigentlich schon fast ausreichen. Ich wundert mich, dass der Kopf noch nicht von selber abgefallen ist. Hätte er eigentlich machen sollen. Ah, ich bin fast drin. Nehmen wir mal den nächstgrößeren. Dann müssen es doch 3 mm sein. Genau so soll das ja passieren. Das hätte halt gleich passieren können. Jetzt probieren wir es mit der da. Hast du einen richtigen Film, das ist ja der große. Ja, ja, das ist auch gut so. Ich nehme da gleich den großen. So, also mit dem 2 mm Bohrer hat es nicht so gut geklappt. Mit dem 3 mm Bohrer ging es dann. Die Schrauben sind raus. Also sprich, wir haben die Köpfe jetzt vom Schaft abgetrennt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Platte sich jetzt rausheben lässt aus dem Cage und ob der Cage irgendwelchen Schaden genommen hat. Aber wie man sieht, ist da ein bisschen verkratzt vielleicht. Aber naja, absolut voll funktionsfähig. Das hätte mit einer Säge oder sowas auch anders ausschauen können. Und jetzt haben wir halt noch diese Stümpfe in der Platte drin. Und das, da überlege ich mir jetzt noch, ob ich die überhaupt rauskriegen will oder ob wir die einfach drin lassen. Und das einfach drauf verzichten. Wunderbar. Dankeschön. Wiederhören.